ein herrlicher Montag, oder? Viertelfinale, wir kommen. Unser Orakel Anja Burkhardt, die war sehr weise am Freitag. Ja. Sie hat alles vorausgesagt. Boateng spielt nicht die gesamte Zeit. Wir haben es nicht anders erwartet. Thomas Müller wird kein Tor schießen, aber es wird eine sichere Partie. 3-0. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber wir müssen natürlich gleich noch, und deswegen sitzt Danny bei mir, über den Trainer sprechen. Denn der hat wieder was gemacht. Ja. Sie haben es vielleicht schon gehört. Aber bevor wir zu Danny kommen, möchte ich Ihnen natürlich die Gäste für heute vorstellen. Lukas Michner ist zu uns gekommen. Sie wissen ja, das ist der Mann, der viel auf Reisen ist und immer wieder mit neuen Erfahrungen zu uns ins Leichtathleten-Studio kommt. Und was er heute so erzählen wird, das erfahren Sie natürlich, also wenn Sie bei uns bleiben. Und ich freue mich sehr, dass Alex von Vegaluschen heute zu uns gekommen ist. Sie ist eingesprungen, denn normalerweise hätten wir heute auch zum Thema vegan eine Modedesignerin da gehabt. Die hat sich allerdings einem Bandscheibenvorfall zugezogen. Mhm. Und Alex hat sich gedacht, okay, eine vegane Woche, das gefällt mir bei Leichter Leben. Also gibt es heute vegane Küche und Sie können sich auch freuen. Denn ich glaube, das wird wieder außergewöhnlich, was wir heute zubereiten. Ich war gerade einkaufen, aber den Einkaufskorb, den lüften wir gleich gemeinsam. Danny, wir müssen ganz kurz darüber reden, was passiert ist. Ich meine, ein 3-0. Müssen wir? Weil ich, du bist ein Mann und du musst es mir einfach mal erklären. Für die, die es nicht gesehen haben, wir wissen ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, es gab so ein paar Merkwürdigkeiten, die Jogi Löw manchmal... Schnüffelgate. Ja, genau. Das ist die letzte Merkwürdigkeit wieder gewesen, falls Sie es nicht gesehen haben. Da oben. Und haben wir es? Ja. Was macht er da? Er tut es schon wieder. Und, weil es so schön war, nochmal. Danny, erklär's mir. Es gibt nichts zu erklären. Ich mach sowas nicht. Ernsthaft nicht. Also ich zuppel mal hinten irgendwie, wenn die Unterhose in die Ritze gerutscht ist. Aber ansonsten, ich schnüffel mir nicht unter den Achseln und... Wobei, ich habe mich ja belesen heute Morgen, weil ich das auch wieder so ein bisschen blöd finde, dass wir jetzt alle wieder auf Jogi rumhampeln. Im Grunde zeigt es ja auch, dass er jemand ist, der einfach die Kameras vergisst, der in seinem Move drinnen ist, ja, der einfach wirklich an die Spieler denkt und keine Ahnung, was das Unterbewusstsein da mit ihm tut. Es scheint sehr animalisch zu sein. Ja, also wobei ein Duftforscher, der hat nämlich gesagt, es ist eigentlich absolut normal, was Jogi da macht. Vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit, aber Menschen, die sich selber nicht gerne riechen oder die Ekelgefühle deswegen irgendwie entwickeln, die haben wirklich ein ganz großes Problem und sind verklemmt. Also eigentlich ist es ganz natürlich. Das heißt, wenn man sich gut riechen kann, dann ist es doch was Schönes. Er ist einfach er selber. Was ich schön daran finde, ist, dass ich mir überlegt habe, man könnte jetzt ein Trinkspiel daraus machen. Oder Yogi, russisch Roulette mit Yogi. Jeder setzt auf irgendein Körperteil und da, wo sich zuerst riecht, der muss einen Schnaps trinken oder so. Die Kick-Tipp-Wetten werden jetzt anders aussehen, oder? Glaube ich auch. Es geht nicht nur um Tore, sondern es geht einfach nur um Körperstellen. Ja. Ich frage mich nur, was die Frau von Yogi so denkt, wenn ihr Mann eben mit solchen Geschichten so in die Öffentlichkeit gezerrt wird, oder? Also, schämt man sich da? Wahrscheinlich schon als Partnerin. Ach, das Schöne an Daniela Löw finde ich ja, dass sie in allen Lebenslagen zu und hinter ihm steht und ihn das Leben leben lässt, das er gerne möchte. Mit allem drum und dran, auch mit seinem Job, lass uns da drauf kommen. Ja, sie hat ja eine Doppelgängerin. Ach so, so sieht sie übrigens aus. Ja. Daniela Löw. Wo? Willst du es halten? Soll ich es halten? Soll ich mir vor das Gesicht halten? Nee, mach du das mal. So sieht sie eigentlich aus. Und ja, man hat sie neulich ja im Stadion das erste Mal. Die Nachrichten waren voll. Normalerweise geht sie ja gar nicht ins Stadion. Und dann die Sensation. Sie ist im Stadion und sie sieht total anders aus. Völlig verändert. Anna Wintour hat die Promiflash geschrieben. Und Wahnsinn. Bei Promiflash ist mittlerweile die Seite gelöscht. Die gibt es gar nicht mehr. Zum Glück habe ich es nur ausgedruckt letzte Woche. Denn was ist wirklich passiert? Es war eine Managerin von Coca-Cola. Ja, habe ich aber erst von dir erfahren. Es war gar nicht Daniela Löw. Ja. Aber das ist schon echt eine lustige Geschichte. Das ist wirklich lustig. So sieht sie auch aus. Also jetzt die Frau von... Und da, finde ich, sieht sie so ein bisschen aus wie Melissa McCarthy, oder? Guck mal. Die Schauspielerin. Ja, ein bisschen. Ich finde ja, das ist ein wahnsinnig sympathisches Paar. Ich finde diese Gerüchte, die man um Yogi immer aufbaut, teilweise nicht gerecht. Und ich finde wirklich, dass die beiden passen super zusammen. Und sie ist total sympathisch. Also guck dir doch mal an, wie nett die lacht. Ja, das ist und wie gut drauf die ist. Von innen raus. Das ist so ein Adele-Lachen. Ja, mir gefällt die total gut. Aber am lustigsten ist wirklich diese Geschichte hier,
die Coca-Cola-Frau und alle dachten, ein Imagewechsel, was Frau Löw damit gemacht hat dabei, war sie es gar nicht. Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Aber die Spielerfrauen generell sind ja wirklich mittlerweile auch so Superstars geworden, oder? Ich finde es interessant, wie die Spielerfrauen ihre Rolle selber interpretieren. Da gibt es ja alles Mögliche. Wenn wir zum Beispiel Lisa Müller sehen, die Frau von Thomas Müller, die sind seit, ich glaube, seit sie 16 sind, beide sind die zusammen, die sich total im Hintergrund hält. Sie reitet gerne, ist ihr so naturverbunden, er ja auch. Also er sagt, dieses ganze Medienzeug, das gehört natürlich zum Business dazu. Aber ich muss mich da nicht nach vorne drängen und sie macht das auch nicht. Genauso die Frau von Poldi, die man ja in der Öffentlichkeit auch nicht sieht, die eine ganz tolle Mutter ist mit den... Einen Sohn hat er, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ein, zwei. Ach so. Guck mal, Luca. Du darfst jetzt den Platz tauschen. Ja, also, was ich interessant fand, ist, dass sie mit den Kindern in Köln geblieben ist, in Deutschland. Und er ist ja allein in die Türkei gefahren. Aber auch sie will ja nicht unbedingt ins Rampenlicht, ganz im Gegensatz zu Kathi Fischer, Hummels. Kathi Hummels heißt sie ja. Oder auch die Brömmlerin, sage ich zu ihr, von Mario Götze, die Ann-Kathrin Brömmel. Die möchten das halt gerne in der Öffentlichkeit ausleben. Die finden es toll, auf Instagram ihre Bilder zu posten. Und ich persönlich finde das ganz schön, weil so haben wir auch was zu reden und zu klatschen. Und gefallen hat mir auch Metana York, die Verlobte von André Schürrle, die mit Ann-Kathrin Brömmel wohl dicke befreundet ist. Das ist übrigens der Verlobungsring. Die hat gesagt, nee, nee, ich bin ein ganz normales Mädchen. Ich mache hier gar nicht groß Bohai und so weiter. Ich gehe einfach in meinen Zara-Jeans, weißes T-Shirt und Chanel-Sneakers vor die Tür. Ich habe mal gegoogelt, Chanel-Sneakers fangen so bei 340 Euro an oder so. Das ist für mich auch der Prototyp eines normalen Mädchens. Ich bin total bodenständig. Also, weißt du, wer mir total gut gefällt? Und ich muss mal wirklich sagen, nicht, weil er irgendwie von Tag zu Tag besser aussieht, Bastian Schweinsteiger. Ich finde, seit er grau ist, hat der einfach wirklich eine ganz tolle Ausstrahlung. Und ich glaube, diese neue Liebe, die tut dem Basti auch richtig gut. Ich meine, wie schnell ist das gegangen, dass die plötzlich wirklich jetzt nach der EM auch vor den Hochzeitsaltar treten, ist heiraten. Ist das eigentlich bestätigt? Finde, der hat so eine tolle Ausstrahlung mittlerweile. Der ist so relaxed, der geht auf den Platz, der strahlt so von innen. Also Basti Schweinsteiger macht meiner Meinung nach eine der besten Figuren im Moment, was Fußballspieler anbelangt. Er gehört ja zur goldenen Generation der Fußballer, die bis zur WM ja nicht viel, also sagen wir mal bis vor der Champions League mit Bayern hat er nicht irgendwas Großes gewonnen. Und das war ja schon die Frage, ist es die goldene Generation, die aber leider ohne Titel abtritt. Er hat es allen gezeigt, zusammen mit auch mit Lahm, Philipp Lahm und so weiter. Die haben jetzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die EM fehlt noch. Er ist auch durch das Standing, durch die Gewinne der graue Leitwolf geworden, der da wohin gehört. Und auch wenn er oft verletzt ist, er kommt immer wieder und er ist auch immer wieder ein Leader. Und da soll Michael Ballack, wenn es um die Leader geht, weil er hat ja gar nichts gewonnen, das fand ich auch so lächerlich, dass er da den Mund aufgemacht hat, soll er sich einfach zurückhalten und den wirklichen Leadern im deutschen Nationalteam das Wort überlassen. Samstag Daumen drücken. Eine Nachricht, die am Wochenende auch, glaube ich, uns alle betroffen gemacht hat, war wirklich mal wieder eine Todesnachricht. Götz-George, der verstorben ist nach kurzer Krankheit. Und was natürlich da auch wirklich besonders ist, und ich weiß nicht, ja, ich finde es eigentlich toll, ne, dass man so pietätvoll war und wirklich gesagt hat, der ist schon vor einer Woche verstorben, am 19. Und man hat einfach mal eine Woche dicht gehalten, hat ihn erst in der Familie zu Grabe getragen, damit der ganze Rummel einfach weg ist, damit die Familie irgendwie relaxter ist. Das fand ich irgendwie so eine Gänsehautgeschichte. Ich fand es interessant, dass es kurz nach dem Tatort gestern rauskam, so als wenn er gar nicht gewollt hätte, dass das Programm umgeschmissen wird, dass sie noch schnell so einen Schimanski reinhauen, sondern dass sie tatsächlich, aber wenn es schon um 19 war, ist es ja über eine Woche her. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass er das bewusst gewollt hat, dass er gesagt hat, auf jeden Fall bis nach der Beerdigung warten. Es wird auch, glaube ich, keiner gewusst haben, weil die Bild-Zeitung oder andere hätten sich da nicht zurückgehalten und das für sich behalten. Ein leiser Abgang, muss man wirklich sagen. Ein großer Schauspieler, den wir jetzt... Ja, und der immer dann schön war, wenn er unangepasst war. Mhm. Also bei Wetten, dass zum Beispiel, als er da Thomas Gottschalk über den Mund gefahren ist oder auch in seinen Rollen als Todmacher war er sehr gut. Bei Stonk fand ich ihn super, als Schimmi natürlich sowieso. Ja, aber jetzt der größte deutsche Schauspieler ist, wie ich heute bei Spiegel Online gelesen habe, weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall ein sehr guter
mit einer Meinung. Ja. Also er gehört auf jeden Fall in eine Riege der deutschen Stars, wo man wirklich sagt, ja, es ist traurig, aber... Ich glaube, ich muss mal langsam los. Ich glaube auch. Du gehst rüber, damit du wieder in meinem Ohr sitzt. Vielen Dank aber, dass wir wenigstens kurz auf diese Klatsch- und Ratsch-Geschichten natürlich nicht verzichten wollten. Sie können jetzt tratschen und ratschen mit Marjana Jermakova nämlich. Die ist im Studio nebenan und Sie wissen ja, wir haben Ihnen in diesem Monat ein tolles Angebot gemacht, denn Sie konnten heute oder Sie konnten im letzten Monat unseren Partner Questico wirklich mal testen. Das bedeutet, wenn Sie noch nie angerufen haben, dann bekommen Sie ja Ihr gratis Gespräch. Aber Sie haben auch die Chance, heute wieder bis um 15 Uhr Marjana Jermakova unter der eingeblendeten Telefonnummer wie immer gebührenfrei zu erreichen. Ja, hallo liebe Zuschauer und auch von meiner Seite herzlich willkommen hier zu Leichter Leben und auch bei mir. Ich freue mich auf Ihre Fragen, auf Ihre Themen. Wenn Sie noch nie dabei waren, dann trauen Sie sich gerne, die Spiritualität und das Kartenlegen, den Blick in die Karten in Ihr Leben zu lassen und davon auch ganz klar zu profitieren. Ich arbeite mit den Lenormand-Karten, mit den Tarot-Karten und den Zigeunerkarten und unterstütze Sie auch gerne energetisch. Ja, seid gerne mit dabei. Unten seht ihr die Nummer und ich warte auf euch. Bis gleich. Alex von Vegalution ist kurzfristig heute zu uns ins Studio gekommen. Du hast deine kleine Luna auch noch mitgebracht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Luna nachher das Gespräch mit Lukas Michner führt, weil sie ist absolut relaxed. Ich weiß noch nicht, wo ich mich jetzt an. Lukas, ich glaube, ich werde auf deinem Schoß dann landen, genau. Weil ich kann Luna natürlich nicht von ihrem Platz vertreiben. Ne? Bist du auch mal ein kleiner Platzhirsch. Mach's dir bequem, wir teilen uns den Stuhl, das kriegen wir schon hin. Alex, schön, dass du bei uns bist und zwar so kurzfristig, denn es ging auch heute, wäre es um vegane Mode gegangen. Also hast du davon schon mal was gehört? Ja, klar. Also ich bin sehr dafür und ich hätte mich auch sehr gefreut, das zu sehen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wir wünschen an dieser Stelle erstmal natürlich gute Besserung, dass das mit der Bandscheibe ganz schnell wieder gesundet. Aber das Schöne ist, dass es vegan bleibt, allerdings für den Magen dieses Mal. Alex von Vegalution, das ist wirklich eine tolle Plattform, die du ins Leben gerufen hast auf YouTube nämlich. Also genau. Da kann man Vegalution eingeben und du machst wirklich tolle, tolle Filmchen, wo du ganz schnell und anschaulich erklärst, wie vegane Küche funktioniert und vor allem, wie lecker sie ist. Ja. Ne? Und wie skurril manchmal. Ja. Wir haben heute Morgen telefoniert und Alex hat gesagt, okay, geh mal kurz einkaufen und hat mir durchgegeben, was ich einkaufen sollte. Und den Einkaufskorb, den packen wir jetzt mal gemeinsam aus, denn ich dachte immer irgendwie, das geht doch gar nicht zusammen. Also, es geht um Minze, die hast du gebraucht. Mhm. Du brauchtest eine Wassermelone. Ja. Die habe ich auch besorgt. Blattspinat. Richtig. Dann Avocado. Ja. Eine Zitrone und Kichererbsen. Richtig. Und das alles zusammen ergibt irgendein Gericht. Das ergibt einen fruchtig frischen Sommersalat. Okay, also ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich ja immer belehren oder überzeugen, dass man wirklich manchmal Dinge ausprobieren muss. Suchst du dir deine Rezepte auch teilweise bei den Veganern oder bei berühmten veganen Köchen zusammen oder probierst du auch selber Dinge aus? Ich probiere super viele Dinge aus. Ich schaue natürlich auch gerne in Kochbücher, die, von denen ich persönlich überzeugt bin. Also es gibt da tolle Kochbücher. Aber meistens versuche ich dann, das abzuwandeln und daraus mein eigenes zu machen. Oder ich habe, also was ich ganz oft mache, ist Reste kochen. Was ich zu Hause habe, ich habe irgendwelche Dosen zu Hause, ich habe eine Frucht zu Hause, ich habe ein Kraut zu Hause und irgendeine Sättigungsbeilage. Was mache ich damit? Mhm. Und dann kam zum Beispiel dieser Salat daraus. Kann man denn aber wirklich auch sagen, es gibt so ein paar Dinge, die sollte man für die vegane Küche immer zu Hause haben? Also für die normale Küche, da weiß jeder, man hat Salz, Mehl, Eier wahrscheinlich auch ganz oft. Darauf verzichten wir natürlich. Aber gibt es sowas, wo du sagst, das sind so Grundstücke, die braucht man eigentlich immer wieder? Also Grundstücke, da habe ich auch letztens ein Video drüber gemacht, vegan und günstig. Man braucht immer eine Sättigungsbeilage. Also entweder, ich habe immer Hülsenfrüchte zu Hause, ich habe immer Bohnen zu Hause, ich habe immer Reis, Kartoffeln, Amaranth, Quinoa, sowas braucht man nicht unbedingt, aber irgendwelche Getreidearten, irgendwelche Hülsenfrüchte und Bohnen. Und zum Kochen auf jeden Fall Leinöl ist ganz, ganz wichtig, weil Veganer brauchen Omega-3-Fettsäuren und die sind in Leinöl oder in Hanfsamen oder Hanföl. Das ist eine super Omega-3-Quelle. Das habe ich dir deswegen auch nochmal mitgebracht. Genau, ein bisschen was hast du auch nochmal eingepackt und zwar hier das Leinöl. Richtig. Und dann habe ich nochmal Sesam mitgebracht. Sesam ist auch super. Das, da werden wir gleich die Kichererbsen mit anrösten und
einwickeln. Und ja, ich sehe, ihr habt hier Salz. Ich nehme allerdings immer Meersalz oder Himalaya-Salz. Ah, okay. Also ich nehme immer Salz ohne Fluorid, muss ich dazu sagen. Deswegen immer Meersalz oder Himalaya-Salz. Und warum? Also, weil Fluorid äußerst schädlich für den Menschen ist. Okay. Gut. Das sind natürlich auch so Kleinigkeiten, die du auf deinem YouTube-Kanal den Menschen auch gerne immer wieder transportierst. Nämlich, ja. Warum vegane Küche? Es gibt ja immer noch die Kritiker, die sagen, ey, schön und gut, das ist so ein Trend. Und es ist auch gut, dass wir über bewusste Ernährung nachdenken. Und es ist auch gut, dass wir an die Tiere denken. Aber der Mensch ist ja nun mal Jäger und Sammler. Also als Jäger, da muss man natürlich auch auf die Jagd gehen. Das bedeutet, wir brauchen vielleicht doch auch mal das Stück Fleisch. Wir brauchen doch auch mal eine ausgewogene Ernährung. Ja, ausgewogen ist für mich nicht automatisch mit tierischen Produkten, sondern also man kann, wenn man sich informiert, wahnsinnig ausgewogen und gesund und lecker essen, vegan. Gesünder meiner Meinung nach, das behaupte ich ganz klar. Und naja, es ist einfach nicht mehr notwendig. Also wir müssen uns nicht mehr in einen Jagdmodus begeben und Tiere jagen und fangen, um zu überleben, wie es vielleicht mal so war. Also von daher finde ich es überflüssig. Und wir haben natürlich auch das große Problem, weil viele natürlich auch immer argumentieren und sagen, na ja, aber die Tiere brauchen ja in irgendeiner Form auch unsere Unterstützung. Das bedeutet, die Kühe müssen gemelkt werden. Also tun wir doch der Kuh in irgendeiner Form was Gutes, wenn wir Milchprodukte zu uns nehmen. Die Frage ist halt nur, reichen die Kühe aus, um eine gesamte Nation zu ernähren, oder ist dann nicht wieder genau das Problem, nämlich der Massentierhaltung, vorgegeben? Ne? Ja, und es ist natürlich so, dass die Leute, die sagen, eine Kuh muss doch gemolken werden, sonst platzt der Euter oder was, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Und eine Kuh, das gibt ja auch nur Milch, wenn sie ein Kalb, also wenn sie geboren hat, wenn sie Mutter ist. Und nicht automatisch ihr Leben lang. Also das heißt, die Kuh muss immer wieder geschwängert werden, das Kind muss ihr immer wieder weggenommen werden, weil sie die Milch... Das ist ein riesen Rattenschwanz, den ich jetzt nicht erläutern will. Da können sich die Leute selber informieren, wenn sie möchten. Da können die bei dir bei YouTube nachgucken. Genau. Ey, jetzt haben wir heute keine Klimaanlage an und meine Stimme ist schon wieder weg. Ja, das ist bei dem Wetter. So, dann erzähl mir ganz kurz Vorbereitung. Ich lasse dich in aller Ruhe die Dinge jetzt erstmal vorbereiten. Ja. Und dann komme ich wieder. Brauchst du irgendwo Unterstützung? Ich schaue erstmal, ich muss das mal gleich irgendwo waschen, den Blattsalat und... Das kriegen wir alles hin. Genau. Das kriegen wir hin und dann gucken wir einfach, wie der Reihe nach, was in die Pfanne reingeworfen wird. Wir machen eine kurze Unterbrechung, dann kommen wir wieder gemeinsam mit Lukas Michner, der uns auch ein bisschen was erzählen wird. Hoffentlich viel. Und ja, mal gucken, was passiert, ob die wieder da ist. Dann gleich. Und das mit Spaß, Freude und guter Laune? Dann ist die Original CareLife Stoffwechseloptimierung von Heilpraktikerin Ulrike Granz genau das Richtige für Sie. Einfach, schnell und dauerhaft die Figur und das Wohlbefinden verbessern. Mit der Kraft der Natur und der Unterstützung durch gut informierte Betreuerinnen, die selber große Erfolge erzielt haben. Mehr Infos zu der Stoffwechselkur von Heilpraktikerin Ulrike Granz unter www.ulrike-granz.carelife.de oder telefonisch unter 06321 81089. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Männer und Technik haben wir uns gerade gedacht. Ich hab's. Ja. Lukas Michner ist nicht nur ein guter Berater bei unserem Partner Questico, sondern er weiß auch, wie ein Dosenöffner. Das war aber auch ein komischer Dosenöffner. Ja, also ich habe den auch noch nie gesehen. Unhandlich, unpraktisch, aber es funktioniert. Es funktioniert. Komm, wir helfen. Pass auf dem Finger.
auf die Hand. Du musst aufpassen. Ja, ja, du auch. Damit aber ich, wenn ich abrutsche, ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, Lukas, denn es geht um Intuition. Und wenn du jetzt schon sagst, pass auf den Finger, dann habe ich jetzt natürlich Angst, dass irgendwas passiert. Nein, nein, passiert nichts. Keine Angst. Aber unpraktisch ist er schon, auf jeden Fall. Ja, das ist unsere professorische Küche, aber bisher haben wir immer irgendwie was Gutes dann zaubern können. Also, sieht gut aus, Alex. Ich glaube, wir schaffen das. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein paar Sekunden. Ja, aber könnte ich wieder improvisieren. Das ist auch das Schöne bei uns ich denke in mal, unserer das Sendung. Ich denke mal, ja, ist das nicht mal, schön? Das ist in Ordnung. Live wird so eine Dose aufgemacht. Kicher. Und es ist trotzdem nicht langweilig, genau. Oder? Ich bringe die mal kurz rüber. Wir haben sie jetzt nicht ganz aufgemacht. Pass bitte auf, nicht, dass du dir hier irgendwie... Auf. Dankeschön. Das ich denke mal, es reicht, oder? Bitte? Also. So, ich glaube, das funktioniert. Ja, super, ja. Danke dir. Sehr gerne. Hast du hier zufällig, genau. So. Guck mal, da ist selbst Luna aufgeschreckt. Was ist denn hier gerade passiert? Oder also riechst du... So guckt sie immer, wenn ich koche. Es könnte ja ernährst was du sie eigentlich auch vegan? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch sehr komplex. Und sie legt Veggie Days ein. Ah, okay. Reden wir gleich nochmal. Genau, damit das ist ein Kompromiss für uns beide. Ja. Du, ich komme wieder zu dir. Teilen wir uns das Plätzchen wieder? Sehr schön. Lukas Michner, Questico-Berater und ein gern gesehener Gast bei uns bei Leichter Leben. Denn jedes Mal, wenn du eine Zeit lang nicht da warst und dann mal wieder vorbeischaust, weiß ich, es gibt immer Geschichten zu erzählen. Genau. Denn ich bin immer unterwegs. Du bist immer unterwegs. Genau. Was ist passiert jetzt ja, in der letzten bin, Zeit? Ich bin immer neugierig und möchte bekannte spirituelle Menschen kennenlernen. Einfach mal schauen, wie die arbeiten, deren Lebensphilosophie erfahren. Und so war ich beim Dr. Eric Pearl. Das ist ein Amerikaner, der das Reconnective Healing macht. Das ist eine Art Energieübertragung. Und ich war bei Martin Zoller, das ist ein Schweizer Medium. Der war auch schon hier. Ah ja, genau. Mhm. Und den finde ich super spannend. Der wohnt jetzt in Panama. Der ist aus Bolivien nach Panama gezogen. Und der ist super. Ich finde ihn absolut glaubwürdig, sehr bodenständig. Und deswegen finde ich das umso spannender. Du hast gerade einen Satz gesagt und den finde ich ganz spannend, nämlich bodenständig. Also ich habe ja so wirklich auch dieses Gefühl, dass diese Spiritualität immer bodenständiger wird. Das heißt, Menschen, die im Alltag, im Leben ganz normalen Berufe nachgehen, absolut, die ja. vielleicht jetzt nicht wirklich in diesen weißen Walla-Walla-Gewändern rumlaufen, haben aber trotz alledem alle in irgendeiner Form einen gewissen Hang zur Spiritualität oder ein neues Bewusstsein, das man einfach lebt. Ja. Also macht es eure Arbeit das auch macht, oftmals das auch leichter? Dass man das auch tagtäglich im täglichen Leben anwenden kann. Das ist es halt. Je bodenständiger das wirkt, umso glaubwürdiger ist es auch. In meinen Augen, für mich. Ja, also ich lege Karten, ich mache verschiedene Beratungen, aber ich bin immer auf dem Boden. Und natürlich gibt es die Hellsicht, es gibt das Hellfühlige. Jede von uns hat eine Gabe, den siebten Sinn, eine Art Intuition. Und das ist vollkommen normal. Mhm. Das gehört zu uns. Wir verlernen nur manchmal auf diese Intuition, auf unser Bauchgefühl natürlich wirklich zu hören. Und dann ärgern wir uns, dass wir gesagt haben, Mann, ich habe... Eigentlich ich wusste doch gewusst, genau. Ganz genau. Gibt es einen Tipp, gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, ja, so kann man es vielleicht doch öfters mal anwenden, weil wir haben trotzdem Angst, auf unsere innere Stimme zu hören. Ich würde euch oder den Zuschauern bitten, wirklich sich Notizen zu machen. Genauso zum Beispiel während der laufenden Beratung oder wirklich Notizen zu machen über das eigene Gefühl. Das heißt, ich habe eine komische Vorahnung, ich traue möglicherweise dem nicht, aufschreiben. Und testen, learning by doing. Mhm. Und so bekommt man dieses Gefühl für die innere Stimme. Ich sage es immer, die Melodie der Seele. Ja? Mhm. Das heißt, die Seele, die kommuniziert mit uns jeden Tag, nur darauf zu hören. Wir sind zugeballert durch Nachrichten, negative Schlagzeilen und so weiter und so fort. Und wir haben verlernt, auf die Intuition zu hören, auf das Innere. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber gibt es so kleine Prüfungen oder sonst irgendwas, wo man es einfach mal testen kann? Weil es gibt ja so ein paar Situationen, wo man sich auch nicht traut, auf die innere Stimme. Na komm hoch. auf die innere Stimme zu hören. Dann gibt es aber natürlich irgendwelche Situationen, wo man sagt, okay, da kann ich es mich ja mal trauen. Sei es, es geht um Spiel, es geht um Wetten, Tippwetten, wie jetzt beim Fußball, da hat man ja auch oft so eine innere Stimme und dann sagt man, ja, ich habe das Gefühl, so und so geht das Spiel aus, aber man traut sich nicht so zu tippen, weil man denkt, der Gegner ist viel zu stark. Deswegen, man muss an sich glauben und man muss davon überzeugt sein.
und stark sein. Das heißt, es ist wirklich eine Übungssache. Das heißt, es geht um den eigenen Selbstwert, um das anzuerkennen, dass ich wirklich die Gabe habe und es einfach im täglichen Leben anzuwenden. Mhm. Ja? Aber das kann man wirklich nur ausprobieren, indem man das tut. Ja, indem man wirklich sich das aufschreibt, immer wieder mal. Das ist wie mit einer Fremdsprache. Mhm. Ja, ich muss die einzelnen Vokabeln lernen und dann kann ich die vollständigen Sätze aussprechen. Und so funktioniert das auch mit unserer Hellsicht, mit unserer Gabe, mit unserem siebten Sinn. Ja. Wir spielen später mit dir auch noch das spirituelle Tischgespräch. Ja. Und da ist eine Frage unter anderem drin. Ich weiß nicht, ob wir sie heute noch ziehen oder nicht, aber ich nehme sie schon mal vorweg. Dann kommen wir sie gespannt, zur Seite. Was du mich jetzt fragst. Ja, dann können wir sie jetzt zur Seite nehmen. Aber in diesem Spiel geht es auch darum, dass mal die Frage kommt, glaubst du, dass wir in so einem neuen Zeitalter leben? Also, diese Meinung, ja. Und wie sieht für dich dieses neue Zeitalter aus? Dass die Menschen bewusster leben, mehr auf sich selbst besinnen. Das merkt man auf der Erde, auf der Welt, dass sich die Erde wehrt. Ich will jetzt irgendwie nicht politisch werden, aber ich denke mal, dass da zu vielen Umbrüchen kommen wird, dass Menschen bewusster werden. Mhm. Ja. Und so ist es auch mit der veganen Küche, mit dem Fleischverzehr, mit Umweltbewusstsein. Das verändert sich. Mhm. Ja? Das schlägt Kreise auf jeden Fall. Ja, und man muss auch teilen können, ne, Luna? So wie wir. Guck mal, ein Stuhl, aber trotzdem haben wir beide doch irgendwie Platz. Ach, ist fast ein Fernsehhund, ne? Ja. Verrückt, oder? Eigentlich müsstest du sie uns immer geben. Ja, ne? Ja. Ja, ich wollte auch gerne schon immer mal so ein Studiohund finde ich auch schön. Auch das, neues Bewusstsein zum Beispiel. Ganz viele Arbeitgeber, die mittlerweile wirklich auch Tiere, auch so einen Firmenhund in irgendeiner Form mit erlauben, weil sie sagen, auch das kann das Betriebsklima auf eine ganz schöne Art und Weise verbessern. Weil man kann natürlich auch vom Hund, und das klingt ein bisschen lustig, aber es ist so, lernen. Viel lernen, auf jeden Fall, ja. Und ich finde, dass die Tiere auch den Halter repräsentieren. Zum Beispiel, ich sage ein blödes Beispiel, meine Schwester hat einen Fox-Terrier und die zoffen sich in der Familie. Also das ist nicht so alles ganz astrein dort, ja. Das heißt, da gibt es Streitigkeiten, Belastung und der Hund ist total unruhig, total. Mhm. Das heißt, er zeigt mir, wie das Familienleben sich abspielt. Dieser Hund zum Beispiel, es ist ein total leiser Hund, ganz, ganz liebevoll und sagt uns aus, dass die Halterin eine liebevolle Seele ist, ja, dass das alles einfach harmonisch ist. Ja, und, aber das stimmt wirklich, das kann man wirklich sagen und vor allem Vertrauen hat. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste im Leben. Ja. Wenn man Vertrauen hat, dann kann man sich auch neben einer fremden Person irgendwie hinlegen und weiß, da passiert nichts. Ganz und ich glaube, das ist was ganz, ganz Schönes. Sagen auch viele Hundetrainer, ne? Also wenn oder man die Hunde zu streng in irgendeiner Form an der Leine führt, man kann vertrauen, dass der Hund vielleicht nicht über die Straße läuft. Also sollte man vielleicht dann schon auch mal ein bisschen trainiert haben. Aber loslassen, auch da, egal absolut, wie. Ja. Ich habe mit verschiedenen Tierkommunikatoren gesprochen und die therapieren eigentlich das Herrchen oder das Frauchen, aber nicht den Hund. Mhm. Ja? Und das ist halt, zeigt uns, dass wirklich vieles von dem Halter abhängt. Ja? Ach, da sind wir ja jetzt schon am Philosophieren gewesen, genau. Lukas. Was soll das erst passieren, wenn wir noch das spirituelle Tischgespräch gleich miteinander spielen? Aber da sind ja noch viele andere Meinungen gefragt. Also, ich komme gleich wieder zu dir. Sehr in der gerne. Zwischenzeit können Sie sich beraten lassen von Marjana Jamakova. Die ist im Studio nebenan und Sie wissen ja, diese Beratung, die Sie heute hier während der Leichter-Lebenssendung bekommen bis 15 Uhr, die kostet Sie keinen Cent. Und wenn Sie sich noch nie getraut haben, wirklich mal anzurufen, dann ist heute vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Und dann bekommen Sie zusätzlich, dass Sie vielleicht das Gespräch mit Marjana führen können, auch noch ein gratis Gespräch im Wert von 15 Minuten. Das Einzige, Sie müssen sich ganz unverbindlich bei unserem Partner Questico anmelden. Aber wie gesagt, das Ganze ist unverbindlich. Ja, meine Lieben, also wie bereits erwähnt auch von meiner Seite, herzlich willkommen und seid gerne mit dabei, denn wir haben so viele Fragen bereits beantworten können, in viele Lebensthemen hineinblicken dürfen und ich danke euch für euer Vertrauen und hoffe, dass noch einige Antworten vergeben werden dürfen meinerseits. Wir stehen am Anfang der Woche, deshalb, ich denke, da hat sich einiges getan heute. Jemand möchte sein Leben verändern, möchte es in die Hände nehmen und anpacken, vielleicht eine neue Liebe ins Leben lassen. Ja, probiert es aus, denn unter der unten eingeblendeten Nummer erreicht ihr mich jetzt und ich bin für jede Frage offen. Bis gleich. Ich bin hier noch bei Luna. Ich wollte sie noch kurz streicheln, weil die so süß ist. Ach Gott, da hast du wirklich einen tollen Hund. Aber das, was Lukas ja auch gerade gesagt hat, das ist wirklich so. Ne? Man transportiert das schon auch auf das Tier. Absolut. Und ich glaube, bei euch hat man wirklich auch das Gefühl, dass ihr ein starkes Team seid. Oder? Ausgeglichen, genau, stark. Ja, wir gehören seit 10 Jahren zusammen. Mhm.
Ja, und Vertrauen gibst du ihr wahrscheinlich auch, definitiv, der kleinen Luna. Du bist schon fleißig am Vorbereiten. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, was du gemacht hast. Das heißt, noch nicht so viel. Der Blattspinat, der ist auf jeden Fall schon mal gewaschen worden. Ja. Und die Melone ist schon mal ein bisschen gestückelt worden. Richtig. Okay. Jetzt stückele ich noch die Avocado. Kommt da auch alles mit rein. Und dann hacke ich die Minze. Kommt da aber noch nicht rein, die kommt nämlich ins Dressing, in Anführungsstrichen. Das mache ich dann separat. Und die Kichererbsen werden angebraten und dann mit Sesam ummantelt. Und dann kann man das auch schon essen. Es ist im Grunde genommen ja wirklich jetzt für den Sommer genau das Richtige. Ne? Jetzt hatten wir letzte Woche noch um die 35 Grad hier in Berlin. In vielen anderen Bundesländern sah es wahrscheinlich auch so ähnlich aus. Also da ist man ja auch eigentlich schon ein bisschen satt. Ne? Und da hat man natürlich auch Appetit auf wirklich eine frische, auf eine leichte Kost. Also, aber ist die vegane Küche dann die bessere, leichtere Küche für den Sommer? Weil im Winter, da hat man ja eher Lust auf was Deftiges. Da will man ja im Grunde genommen vielleicht dann doch den Sonntagsbraten mal verschlingen. Ja, aber es gibt auch genauso viele deftige Varianten von veganem Essen. Also ich finde, das passt natürlich super in den Sommer, ist klar. Also diese ganzen chlorophyll-gespickten Sachen, also irgendwelche frischen, grünen oder eben auch roten, ich gehe auch oft nach Farben, Lebensmitteln, die passen natürlich super zum Sommer. Aber genauso geht es auch im Winter. Also man kann ganz, ganz viele tolle, deftige Sachen machen. Wie war das bei dir? Bei den Rauchern sagt man ja immer, manchmal muss man einfach von heute auf morgen aufhören. Ja. Ja? War das bei dir auch wirklich so ein Entschluss, dass du gesagt hast, von einem Tag auf den anderen hast du die Ernährung umgestellt? Oder bist du so langsam in irgendeiner Form, hast dich selber langsam rangeführt? Ich bin immer so hau drauf. Ich war von heute auf morgen komplett. Also da gab es bei mir, ich war auch nicht vegetarisch vorher. Ich habe sehr viel, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, Fastfood und ungesund und viel Fleisch. Also, was heißt viel Fleisch? Aber Burger zum Beispiel bei McDonald's oder so. Also, das war bei mir von einem Tag auf den anderen. Aber das ist nicht für jeden was. Auslöser? Der Auslöser war ein Buch, das ich gelesen habe, die China Study. Das ist ein Buch über Gesundheit und Ernährung, die das in Zusammenhang bringt. Und dann wurde ich Ernährungsveganer sozusagen. Also ich habe noch keine anderen Dinge berücksichtigt außer Ernährung. Also ich habe es wegen der Gesundheit getan tatsächlich. Und dann habe ich den Film Earthlings gesehen. Das ist eine Dokumentation über eben, ja, alles, was Tiere betrifft, in jedem Bereich. Also sei es fürs Essen, genau, für die Kleidung, für die Unterhaltung, also Zirkus, Zoo, Haustiere, alles Mögliche, Tierversuche, genau. Und da habe ich dann nochmal gesagt, also jetzt werde ich auf alles verzichten, was irgendwie mit Tieren zu tun hat, mit Tierprodukten. Dein Umfeld, das prägt ja einen auch. Also die Leute, mit denen du dann früher Burger essen gegangen bist, die plötzlich dann hören von dir, nee, sorry, aber zum Burgerladen gehen wir nicht oder ihr geht ohne mich oder meine Ernährung sieht halt jetzt anders aus. Also wie reagiert das Umfeld dann? Gemischt, also eine Freundin hat gesagt, oh mein Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was sollen wir denn jetzt zusammen machen? Jetzt geht die Welt unter. Und die nächste ist gleich mit vegan geworden. Also es ist total unterschiedlich. Also meine Mama ist inzwischen auch vegan. Und also das ist die Familie, ist, die wissen jetzt wenigstens, was sie mir schenken können zu Weihnachten und zum Geburtstag. Jetzt kriege ich immer irgendwas Schönes Veganes. Also ich freue mich dann natürlich auch total darüber. Also eigentlich sehr gut. Eigentlich sehr gut. Ja. Berlin ist eine vegane Stadt, finde ich. Also da sind die Veganer ja wirklich gut aufgehoben. Das bedeutet, total. Es gibt gewisse Stadtviertel, da wird es gar keine Burgerläden mehr geben, sondern da ist wirklich die Einstellung auch mit den Stadtvierteln auch gewachsen. Ja. Es ist ein genereller Trend oder hoffst du einfach, das ist nicht nur ein Trend, sondern es ist wirklich eine Bewegung, es ist wirklich ein Umdenken? Ich denke, also Trend beschreibt ja eigentlich erstmal eine steigende Anzahl von etwas. Also etwas wird mehr. Also deswegen ist der Begriff gar nicht so unbedingt falsch. Aber ich denke nicht, dass dieser Trend in Anführungsstrichen zurückgeht, sondern dass es wirklich ein Umdenken ist. Und das, wie wir gerade schon gehört haben, absolut stimme ich da überein, dass
dass überall ein Umdenken stattfindet und kein Zurück mehr gibt. Also das ist, es gibt kein Zurück mehr, wenn man einmal die Augen geöffnet hat. Mhm. So geht's mir. Ich kann nicht mehr zurück. Ja, und es sind mit Sicherheit auch ganz viele Gespräche, die man plötzlich anders führt. Das heißt, man tauscht sich auch anders aus. Hier ist übrigens der YouTube-Blog, sagt man Blog dann dazu? Der Channel, genau. Ja. Also gehen Sie ruhig mal vorbei. Also es ist wirklich toll gemacht, Vegalution eingeben und dann sich den Kanal mal raussuchen. Bei dir zu Hause gedreht, das heißt, du bist ja wirklich auch so ein bisschen in deinen eigenen vier Wänden, was das Ganze natürlich auch sehr, sehr schön macht, aber sehr hochwertig gedreht, das ist dir auch wichtig, ne? Dass das eben gute Qualität ist, absolut. Denn auch vegane Küche muss gute Qualität beinhalten. Total. Ja, also das macht ihr wirklich super gut und ich kann da wirklich jedem mal raten, einfach mal reinzugucken. Selbst wenn man nicht Veganer ist, macht es Spaß, einfach mal so ein paar andere Tipps zu bekommen. Ich lasse dich nochmal hier weiter schnippeln. Okay. Multitasking, ne? Während wir quatschen, bist du hier schon am Machen. Bisher für Sie zu Hause Blattspinat, Melone, Avocado und jetzt kommt die Minze auch noch dran. Und ich freue mich schon auf Kosten. Nee, noch nicht rein. Die lassen wir erst noch, aber genau, müssen ja noch die Kichererbsen anbraten. Ja. Jetzt können Sie noch mal Marjana Jamakova erreichen, denn die möchte Ihnen auch helfen, vielleicht einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Zumindest hat sie vielleicht den einen oder anderen guten Tipp für Sie. Unter unserer gebührenfreien Telefonnummer ist sie wieder bis um 15 Uhr für Sie zu erreichen. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich freue mich auf Ihre Themen. Es ist unglaublich spannend, wie vielseitig die Fragen heute sind. Ich denke, es liegt an dem tollen Wetter, an den vielen Erlebnissen, die vielleicht der ein oder andere am Wochenende gehabt hat. Ja, vielleicht ist diese Begegnung genau die richtige Partnerschaft, auf die Sie zählen können. Vielleicht ist es aber auch nur eine kurzfristige Liaison. Es ist wichtig, Bescheid zu wissen und ich kann euch gerne dabei helfen mit dem Blick in die Karten. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ich bin die vierte Generation, die Gabe in die Wiege gelegt bekommen hat. Meine Beratung zeichnet sich aus dadurch, dass ich schnell Antworten aus dem Universum geben kann, empathisch das Gespräch führe, wichtig bei Jenseitskontakten, den Ursachen energetisch auf den Grund zu gehen. Ich bin auf die Erde gekommen, um Menschen an ihre Gaben zu erinnern, sie zu stärken und zu unterstützen. Wir alle sind energetisch miteinander verbunden. Der hellsichtige Mensch ist offen und durchlässig für die Energien anderer. So kann er über das Energiefeld den Menschen erfassen, aber auch in sein Schicksal schauen. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Roxana Paul, auch heute wieder zugeschaltet und heute, liebe Roxana, erstmal herzlich willkommen bei Leichter Leben. Da möchtest du unseren Zuschauern ganz gerne mal erklären, wie man über die Astrologie seinen Lebensweg wirklich überprüfen kann. Das heißt auch die Veränderungen und wahrscheinlich auch, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ja, hallo lieber Andrea, hallo lieber Zuschauer. Das ist ein ganz interessantes Thema. Und zwar, es ist so, wir sind jetzt in Juni 2016 und ich erinnere mich, im Dezember letztes Jahr und Januar haben wir alle auf das Jahr 2016 geguckt und wir haben jede von uns Wünsche gehabt, was möchten wir in 2016 erreichen. Jetzt sind wir sogenannte, so sagen wir so, Halbzeit, also 6 Monate hinter uns und 6 Monate vor uns.
dann können wir einfach mal schauen auf dem Weg des Lebens, wie weit wir gekommen sind. Haben wir unsere Ziele schon erreicht? Vielleicht ein Teil, vielleicht auch nicht. Sind wir gut zufrieden oder sind wir vielleicht in einer Ecke blockiert und wissen wir nicht, wie es weitergehen soll? Das ist natürlich ein Fall für die Astrologie, wo man wirklich erkennen kann, in welche Bereiche des Lebens positive Energie sind für uns. Das bedeutet, wir können da einsetzen und wir können mit dieser Energie weitergehen. Das große Ziel vor den Augen haben, aber auch kleine Zwischenziele sich vornehmen und jedes Mal sich auch bewusst machen, ich bin schon unterwegs in meine Richtung, so wie ich mir gewünscht habe. Und zum Beispiel, wir haben jetzt die Jungfrauen alle, die haben einen super Jupiter und die haben sehr, sehr viele Jahre Schwierigkeiten gehabt. Jetzt müssen die wirklich die Vergangenheit loslassen können und annehmen, was diese positive Energie für Jungfrauen sehr, sehr gut sein kann. Und endlich mal Wünsche erfüllen und neue Wege finden. Was ja auch immer ganz schön ist, ist, dass die Astrologie natürlich den Lebensweg nicht vorgibt, sondern auch hier wieder nur Tendenzen aufzeigt. Das bedeutet, wenn vielleicht die ein oder andere Gefahr besteht, wenn vielleicht der ein oder andere Weg anders eingeschlagen worden ist, dann kann man natürlich noch entgegenwirken. Und das wird man dann wahrscheinlich auch wieder im Horoskop erkennen können. Das kann man natürlich alles erkennen und die Astrologie ist, sagen wir so, nicht etwas, wo man sagt, Mensch, das musst du jetzt machen mit dieser Energie, sondern du solltest diese Energie dir bewusst machen und mit dieser Energie dahin gehen, wo du es gerne möchtest. Und die Menschen, glaube ich, die sind bewusster. Das ist ja heute auch so ein klein wenig das Thema in unserer Sendung, wo man wirklich sagen kann, man nutzt bestimmt jetzt mittlerweile auch eure Aussagen anders, als das vielleicht noch von vor 20 Jahren war. Der Mensch an sich, der weiß schon, dass er dran arbeiten muss und dass es von alleine eben heutzutage nichts mehr gibt. Ja, und das ist hochinteressant. In der Astrologie kannst du natürlich Energien erkennen, wo du etwas machen solltest und dann Erfolg haben kannst. Und vor allem die Reihenfolge, wann mache ich etwas, zum Beispiel Aufräumung, Arbeit, Platz schaffen für Neues. Also Universum weiß ganz genau, wie die Reihenfolge und was du zu tun hast. Aber es gibt natürlich auch Energien, wo wirklich zufällige Sachen passieren können, wo zum Beispiel der Uranus mit Jupiter zusammen dir plötzliches Glück bringen kann. Und da, wenn du weißt, dass du so eine Zeitqualität hast, kannst du die Augen aufmachen und du kannst es erkennen, weil das kann ein Geschenk sein und du kannst vielleicht gar nicht glauben, weil das ist so was Spezielles und so selten, dass man gar nicht glauben kann. Und wer Fragen hat und wer wieder glauben möchte, der kann dich jetzt auch erreichen, meine liebe Roxane. Auch ebenfalls über unseren Partner Questico bist du natürlich auch für unsere Zuschauer da. Ich sage erstmal herzlichen Dank, liebe Grüße und auf bald. Danke, Andrea. Bis dahin. Bis dahin, Roxana Paul, wie gesagt, ebenfalls Beraterin über unseren Partner Questico. Ich bin hier schon ein bisschen am Mischen, nämlich am spirituellen Tischgespräch mischen, damit die Fragen vielleicht in irgendeiner anderen Reihenfolge mal wieder kommen. Also seien Sie dabei, denn jetzt wird gespielt. Guck mal, der Danny ist auch ins Studio gekommen. Ja, ein spirituelles Tischgespräch mit vielen, vielen Leuten. Das macht natürlich sehr viel mehr Spaß, denn es ist ja so, dass wir wahrscheinlich alle ein bewussteres Leben führen, aber trotz alledem über den einen oder anderen Punkt auch anders nachdenken oder den einen oder anderen Punkt anders sehen. Wir spielen einfach mal. Wir starten, Lukas, mein Lieber. Soll ich eine Karte ziehen? Ja, wir probieren es einfach. Da geht es wieder um Intuition. Ich hoffe, das ist die richtige Frage. Wir gucken mal. Ist ja meistens dann die Frage für den Kartenzieher. Ne? Absolut, also ich bin gespannt, was man von dir jetzt wissen möchte. Glaubst du hast schon einmal gelebt? Wer könntest du gewesen sein? Tatsächlich habe ich eine Reinkarnationstherapie machen lassen. Also ich war im Alpha-Zustand und ich habe mich quasi in diesen Zustand versetzen lassen. Und das war wirklich interessant und spannend, weil ich mich wahrgenommen habe in einem Körper eines anderen Menschen. Okay. Und ich habe zwei
Leben durchlebt sozusagen. Ich konnte die Stadt beschreiben, ich konnte die Umgebung beschreiben und das war sehr, sehr spannend. Ich denke schon, ja. Das und wusstest du, also welche Stadt es war und welche Umgebung? Ja, das war Italien, Genua und das war irgendwo in Ägypten, ja. Und bist du hingereist mal? Also um auf die Suche mal zu gehen und zu gucken, gibt es da irgendwelche Kraftgeschichten plötzlich, dass ich was spüre? Ich habe mir Bilder angeschaut, ich habe recherchiert. Bilder von dieser Stadt, von dem Hafen. Ich habe mich wahrgenommen an dem Hafen in der Altstadt und tatsächlich, ich war noch nie da bis jetzt. Mhm. Ja. Aber ich habe mir einfach die Bilder angeschaut und das konnte ich dann zuordnen. Hört man das immer war wieder. Sehr spannend. Ja, ja. Es gibt doch diese Geschichte, Danny, das weißt du doch als unser Klatsch- und Tratsch-Mensch wieder, von diesem 6-jährigen Jungen oder so, der auch immer erwähnt hat, dass er schon mal auf... gelebt hat und wirklich alles exakt so beschreiben konnte. Also das ist fast wirklich spooky. Glaubst du, dass du schon mal gelebt hast, Danny? Esoterisches Nein. Okay, dann brauchen wir auch gar nicht weiter fragen, wer du gewesen sein könntest. Nee, irgendjemand weiß nicht. Nein. Alex, glaubst du, dass du schon mal gelebt hast? Ja, bestimmt. Ja? Ja. Ich wäre bestimmt eine Art Kräuterhexe oder so. Ja, warum auch nicht? Also ich finde das ganz spannend, wenn man sich mal mit solchen Dingen irgendwie auseinandersetzt. Nächste Frage. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Logisch. Ist ja nicht nur für eine Frage. Das Spiel kann man den ganzen Abend spielen. Ja, ein schönes Thema. Hast du Angst vor dem Sterben? Nein, ich glaube definitiv nicht. Ich habe Angst, Schmerzen zu erleiden. Aber vor dem Sterben nicht, weil ich die Sicherheit habe, dass ich weiterlebe. Und die Beweise über das Jenseitige habe ich. Das heißt, ich glaube nicht dran, sondern ich weiß es. Okay. Ich finde es ja gut, wenn man sagen kann, man hat keine Angst vor dem Sterben. Habt ihr Angst vor dem Sterben, Danny? Ja, schon. Also ich bin gerne auf der Welt und wenn ich nicht denke, dass ich schon mal gelebt habe, gehe ich auch nicht davon aus, dass ich mal wiedergeboren werde. Und von daher, also ich freue mich da nicht so drauf. Ich freue mich auch nicht. Natürlich will man nach hier leben auf der Erde, ja, aber wenn es soweit ist, dann ist es halt so. Ja, für viele... Wie gesagt, da komme ich wieder mit meiner Lieblingsgeschichte Alf. Wir haben neulich ja darüber geredet, der manchmal Weisheiten gebracht hat. Und auf Melmark ist es eine Erlösung, wenn jemand stirbt. Und dann wird ein großes Fest gefeiert, weil man es dann geschafft hat. Und dann ist man in so seiner Seelenzufriedenheit. Finde ich eine ganz spannende Sache. Wie heißt du das denn? Glaubst du, du wirst mit 70 noch Sex haben? Ich hoffe schon, ich hoffe schon. Was macht diese Frage denn im spirituellen Tischgespräch, oder? Ob man mit 70 noch Sex haben wird. Ach so, klaro. Ja, ne? Na klar. Da sind wir uns, glaube ich, alle also, dank 14 wird es ja auch möglich sein, hoffentlich. Ihr Männer habt ja da... Nachhilfemethoden. Meine ich ja. Ja, ja. Also, ich habe ja gerade gesagt, also wenn Pizza, dann sei Dank, wird das ja noch möglich sein. Ja, wünschen wir doch jedem, oder? Ich finde, das ist ja auch mittlerweile ein ganz schönes Thema. Selbst Hollywood hat sich mittlerweile mal dran getraut, an solche Themen zu gehen und mal über die Liebe im Senioren- oder im Michael Caine und wer war der andere? Na, ich denke natürlich an Jack Nicholson und Diane Keaton. Ach so. Was das Herz begehrt. Ja. Oh, einer der schönsten Filme. Ja. Oh Gott, war der schön. Oh, ist er immer noch wahrscheinlich. Hast du einem Menschen gegenüber Schuldgefühle? Möchtest du verraten, um wen es geht? Nein, habe ich nicht. Also ich denke schon, dass ich alles richtig gemacht habe. Und wenn ich irgendwie was verbockt habe, dann wollte ich das sofort klären. Mhm. Ja. Mhm. Habt ihr Schuldgefühle? Spontan fällt mir niemand ein. Also wenn ich mal drüber nachdenken würde, Schuldgefühle... Nee. Reinen Gewissens. Genau. Aber es ist trotzdem, also ich finde das ja wirklich ein ganz schönes Spiel, dass man abends auch mal wirklich im Freundeskreis spielen kann und sich besser kennenlernen. Das ist aber immer intimer, du suchst dir doch... Oh Gott, ich soll mich nackig machen hier so ungefähr. Ja, du suchst dir doch die Frage aus. Mit welchem Mann, mit welcher Frau der Gegenwart könntest du dir vorstellen, eine gewisse Zeit deines Lebens zu verbringen mit dem passenden Menschen für mich, ja. Ich bin momentan in einer Beziehung, aber ob das jetzt wirklich die Beziehung fürs Leben ist, ich glaube es nicht. Das heißt, ich denke schon, dass da noch was anderes in mein Leben kommen wird, ja. Das sind aber auch harte Worte, die du da gerade irgendwie sagst. Ja, ist so. Ne? Ich bin momentan in so einem Umbruch, wo ich immer merke, ich muss mir treu sein, das, was ich den Menschen mitgebe. Ich bin zurzeit in so einer Situation, wo ich wirklich Entscheidungen treffen müsste, wo ich einfach merke, Liebe kommt und geht.
Und man kann Liebe nicht festhalten. Wenn es soweit ist, muss man es loslassen. Mhm. Ja. Na, es hat ja auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Absolut, ne? Also ja. Deswegen, das ist ganz wichtig. Ja. Gibt es bei euch irgendjemand, eine Frau, einen Mann, mit dem man sich vorstellen könnte, eine gewisse Zeit des Lebens zu verbringen? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Person gerade gefunden. Hat sie dich doch angeknurrt, oder? Sie ist gerade am Hochgipfel. Oh, ja, ansonsten würde ich gerne ein bisschen Zeit mit Jogi Löw verbringen, um mal rauszufinden, wo das herkommt, diese ganze... Kannst du Schnüffelgeschichte? Vielleicht kann ich ja noch was lernen von ihm. Also ich glaube, das ist eine Frage. Gibt es so eine erotische Ebene? Na, weiß ich so nicht. Also ich glaube, über die müsste man ein bisschen länger nachdenken. Ich glaube schon, dass es bestimmt den einen oder anderen gibt, wo man sich vorstellen könnte, ja, mit dem könnte ich bestimmt mal so 3 Wochen. Es gibt schon Promis, mit denen ich mal gern Bier trinken würde. Ja, sowas. Aber hier geht es um Beziehung, um Partnerschaft. Ach so, ne, dann bin ich raus. Hier geht es um Tiefgang. Ja, also schon mit einem. No, so habe ich es verstanden. So hast du es verstanden. Okay. Also das ist ja dieses Schöne an diesem spirituellen Tischgespräch, dass jeder natürlich auch die Frage ein klein wenig anders aufgreift. Ja. Haben wir noch Zeit für eine, Danny? Ich glaube eine, maximal. Okay, die nächste Frage. Der Mann, der normal in meinem Ohr sitzt. Ja. Wir haben letzte am Freitag gesagt. Die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, wo der Regisseur einfach mal ins Studio kommt. Ja, und wir haben immer so viel Spaß, dass wir die Zeit vergessen. Das ist eine gute Frage. Wer von deinen Mitspielern war, als er oder sie noch im Pflanzenreich gelebt hat, ein Kaktus und wer eine Rose? Gut, Luna, komm, meine Rose. Soll ich jetzt die Frage beantworten? Du warst eine Rose natürlich, du ja auch. Also wir Frauen waren die Rosen und wir Herren waren die Kakteen, oder? Ja. Die finde ich ein bisschen komisch, die Frage, ja, oder? Ja, ich finde, dass wir können keine Pflanze sein oder so. Na, da sind so ein paar Fragen auch drin, wo man sagt, na, da muss man sich entweder extremst gut kennen, weil ich glaube, man kann diese Frage bestimmt in einem guten Bekanntenkreis auch wirklich beantworten. Ja. Und wir wissen ja, wer so ein bisschen kratziger und kratzbürstiger vielleicht im Freundeskreis ist und wer dann doch eher die Ruhe. Ich finde, wir sind alles Rosen hier, oder? Ich bin eine Tulpe, wenn schon. Ja, stimmt. Holländer. Deswegen. Der Holländer. Komm, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Ihr kocht ja da hinten schön für uns, oder? Ich stehe hier und versuche mich irgendwie... Welches ist dein Lieblingsbuch? Nützlich zu machen. Ich habe schon lange keinen Roman mehr gelesen. Ich habe mich jetzt mit den spirituellen Büchern auseinandergesetzt. Schwierig zu sagen. Also ich kann die Frage so nicht beantworten. Ja. Ich habe kein Lieblingsbuch in dem Sinne. Aber ich finde die Frage, die du dir gerade selber gestellt hast, schon ganz spannend. Nämlich, ich habe jetzt lange keinen Roman mehr gelesen. Ja. Stand ja nicht, das ist ein Roman. Hätte ja auch ein spirituelles Lieblingsbuch sein können. Also finde ich auch ganz, ganz schön. Aber denk nochmal drüber nach, du kommst ja vielleicht irgendwann wieder und dann können wir mal über dein Lieblingsbuch reden und du stellst es mal vor. In 4 Wochen. Na, dann stellst du es einfach in 4 Wochen mal vor. Dein Lieblingsbuch? Genau. Ich würde sagen, Der Buntspecht von Tom Robbins. Das ist gar nicht so dick. Ist ein Buch, das mich sehr, sehr beeinflusst hat, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Es steht drunter der Untertitel so etwas wie eine Liebesgeschichte. Und es geht drunter und drüber auch auf Liebesebene und kann ich jedem empfehlen. Wie ich ja auch neulich im Teaser schon gesagt habe, jedes Buch von Tom Robbins. Mhm. Wir sollten doch... Alex, ach so. Lieblingsbuch? Ich lese überhaupt gar keine Romane oder so, ich lese eigentlich nur Sachbücher. Tatsächlich, also und da muss ich sagen, wie gesagt, die China Study hat mich sehr beeindruckt oder warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe tragen. Das ist auch sehr gut. Von Dr. Melanie Joy. Googeln. Oder auf deine Mainz? Ja. Kommt drauf an, ich lese im Moment wahnsinnig gerne Charlotte Link, weil ich die wirklich total spannend finde. Die finde ich schreibt ganz schön. Aber ich glaube, mein absolutes Lieblingsbuch ist nach wie vor Das Parfum von Patrick Süskind. Habe ich mit 14 oder 16 gelesen und ich finde es heute immer noch ein Meisterwerk. Mhm. Großartig. Ein Buch können Sie heute auch wieder gewinnen. Da geht es um Prosecco. Und zwar eine Reise durch das Land des Proseccos von Hans Messner. Und Sie müssen wie immer eine Frage beantworten. Wir wollen heute wissen, wie heißt der Hund von unserem Gast Alex? Ist es A, der Bernd oder B, die Luna? Man schreibt Luna aber an dieser Stelle auch wirklich anders als ihr. Mit Doppel-O, genau. Mit Doppel-O. Haben wir es jetzt verraten? Um Gottes Willen. Oh nein. Aber egal, also, ob wenn mit Doppel-O oder mit U, es ist im Grunde genommen der Name, den Sie uns nennen müssen. Stichwort ist Name, AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin. Das ist die Anschrift und Sie schreiben wie immer, ja genau, Namen und Anschrift mit auf die Postkarte. Luna, wollen wir essen gehen oder bleibst du hier? Wir gehen mal gucken, was das Frauchen so vorbereitet hat.
Lukas, ja, du kannst auch ruhig, ja klar. Und Mariana ist auch bei uns. Komm auch dazu. Naja, ich bin noch nicht ganz. Ich durfte die nix. Platte nicht mehr benutzen. Weil gerade. Die so gepiepst hat, ja? Hat dir der Mann aus dem Ohr das verboten? Wir drücken uns hier. Da sind wir mal wieder froh, dass er wieder in der Regie ist. Ne? Oh, Vorsicht, kein Problem. So. Oh, habt ihr euch so lange nicht gesehen? Ja, da sieht man mal wieder, es ist ein tolles Team, oder? Wir lieben uns. Ja, sehr schön. Guck mal. Und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und es duftet so toll. Habt ihr mitbekommen, was hier alles so zusammengemixt worden ist? Blattspinat, Avocado, Wassermelone. Jetzt kommen die Kichererbsen in die Pfanne, werden kurz angebraten. Die Minze, wo hast du die jetzt versteckt? Ah. Die Minze, die habe ich klein gehackt und ins Dressing. Also für das Dressing, in Anführungsstrichen, habe ich wirklich nur die Zitrone ausgepresst, etwas 4 Esslöffel Wasser dazu gegeben, etwas Salz und die Minze und Leinöl, einen Esslöffel. Oh. Und daraus werden auch Falafel gemacht, ne? Ja, richtig. Ja, genau. So lecker. Gibt es ja auch in Berlin an jeder Ecke. Ja, genau. Das heißt, die werden nur kurz angebraten und dann am Schluss alles irgendwie zusammen. Die werden kurz angebraten. Ich habe vorher allerdings schon die Sesam Körner angebraten, ohne Öl. Mhm. Und die kommen jetzt nämlich zusammen auf die Kichererbsen quasi. Moment. Genau. Wir dürfen Liebe austauschen. Liebesenergie. Genau. Genau, schauen Sie vorbei auf dem YouTube-Kanal von Vegalution. Da kriegen Sie nämlich nicht nur wirklich tolle Rezepte, sondern einfach auch gute Erklärungen und auch gute Anregungen. Das finde ich, macht ihr nämlich auch wirklich da ganz toll. Und heute hast du uns auch wieder eine gute Anregung mitgegeben. So, dann bleibt das dann. Das sieht schon auch gut hängen. Aus, ne? So diese Kichererbsen mit dem Sesam so drumherum. Ja, aber sie sieht toll aus. Ja, nee, musst du wirklich mal machen. Macht er heute. Guck mal. Macht er heute, stimmt. Falafel habe ich immer gegessen, aber so, nicht so jetzt in dieser Form quasi ganz. Ja. Ah, okay, verstehe. Und natürlich auch echt wieder ein schnelles Gericht. Du hast jetzt auch super ein bisschen schnell. Zeit gelassen, ja, natürlich. Absolut. Ne? So, und dann kommt nämlich schon das Dressing drüber. Dressing drüber. Und jetzt. Wow. Hat man einen gesunden, grünen, veganen Salat, der trotz alledem wunderbar erfrischend wahrscheinlich ist durch die Wassermelone? Ja, ne? Total. Dann haben wir das Süße und das Säuerliche eben. Die Teller sind hier vorne. So. Guck mal. Die Teller. Reich mal an. Okay. So, einer hält und ich gebe drauf. So machen wir das. Ja, ich halte. So. So, Lukas, machst du Ladies first oder beim Essen nicht? Nein, gib erst mal Jana, bitte. Danke. So, der nächste. Also, es sieht auf jeden Fall köstlich aus. Und Sie wissen ja, falls Sie heute wieder das Rezept verpasst haben, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie wenden sich an uns, an unsere Facebook-Seite, oder Sie nutzen natürlich auch unseren Leichter Leben YouTube-Kanal. Vielen Dank. Denn auch da kriegen Sie oder können Sie sich die ganze Sendung nochmal in Ruhe angucken und unter anderem auch wirklich dieses leckere Rezept nachkochen. Schauen wir nochmal auf den Spruch des Tages. Habe keine Angst, etwas Neues anzufangen. Denk immer daran, Amateure haben die Arche gebaut und Profis die Titanic. Ja, sehr lustig. Ein schöner Spruch. Ja. Den sollten wir uns alle mal zu Herzen nehmen. Das war's für heute, glaube ich, fast schon, oder? Ein bisschen haben wir noch. Ach, dann können wir noch probieren. Und dann können wir noch mal beweisen, dass die vegane Küche wirklich lecker ist. Habt ihr schon probiert? Selbst ich noch nicht. Mmh. Guten Appetit. Mmh. Guten Appetit. Mmh. Normalerweise isst man ja Spinat angebraten. Mhm. Weißt du? Und jetzt mal so pur. Ich mach den gerne roh. Mhm. Die schmecken wie Bohnen, ne? So ein bisschen, Erbsen, ja. Ne? Mhm. Und die Minze kommt natürlich auch total raus. Mhm. Was man wirklich bei der veganen Küche sagen muss, ist, dass es manchmal so eine Geschmacksexplosion ist im Mund, ja, ne? Weil man so viele unterschiedliche Wahrnehmungen hat. Also man schmeckt hier alles raus. Ne? Man schmeckt die Minze, die Zitrone, man schmeckt den Sesam, man schmeckt die Melone. Das ist wie ein Parfum, das Essen. Mhm. Sehr geschmacksintensiv. Absolut. Ja. Aber absolut köstlich. Und kalorienarm, also auch sehr gut geeignet für die schlanke Linie, sag ich mal. Mhm. Ja, gerne. Na, vielen Dank, Alex, dass du eingesprungen bist. Und uns nochmal an deiner veganen Küche erfreut hast. Gerne schön.
Sehr wie gesagt, wir kommen immer wieder gerne auf dich zurück. Ja, Sie sollten, wenn Sie nicht genug bekommen haben, auf jeden Fall mal bei Vegalution vorbeischauen. In diesem Sinne haben Sie einen schönen Montag, einen schönen Wochenstart und wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was heißt, du gehst heute?